Jo, hallo Leute, hier ist er wieder, euer Table Tennis Gamer. Herzlich willkommen zurück zu Rayman Legends. Wir befinden uns gerade wieder im Level von Rayman Origins. Hier live drin. Live und in Farbe sozusagen. Woohoo! So, stirb. So. Okay. So. Okay. Macht ihr jetzt dasselbe nochmal, ne? Okay. Okay, ich muss mir merken, dass der Knubbel dann auf dem linken Arm direkt kommt. Ja, das ist wirklich, das ist so ein reines Auswendiglernerei-Dingen hier. Was macht sie? Ja, nicht rein. Man kann das natürlich auch mit Reflexen irgendwie machen. Aber da bin ich jetzt persönlich, ganz ehrlich gesagt, zu schlecht für. So, komm, hau ihr die Augen weg. So, jetzt macht sie den. Was war das denn für eine Scheißaktion, TT, hä? Das gibt's ja nicht. Okay, wenn sie da... Okay. Okay, ich glaube, ich habe wieder etwas dazugelernt. Ey, die alte Schabracke, das gibt's doch nicht. Warum schaffe ich sie denn jetzt nicht? Ich habe keinen Bock mehr auf die. Aber danach kommt ja noch eine Form. Man muss die ja immer dreimal treffen. Wuhu! So, komm jetzt. Stirb. So. So. Ja, damit, das war's, oder? Das war's? Oder? Ja, das war definitiv im Origins nicht so einfach. Definitiv nicht. Meine ich zumindest. Oder? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich meine, im Origins ging es noch weiter. Egal, wir haben es geschafft. Super. Geil, damit hätten wir die nächste Back-to-Origins-Welt komplett abgeschlossen, Leute. Komplett. Ist das nicht geil? Oh mein Gott, ey. Komplett abgeschlossen. Geil, da kommt es. Yeah! Ja, weitere 5 Glückslose. Die können wir auch direkt mal machen. Vielleicht gibt es ja noch ein Back-to-Origins-Gemälde, was uns fehlt. Keine Ahnung. Tja, da ist nur die Frage jetzt, ne? Liebe Freunde. Holen wir den Rest an Kleinlingen, der noch übrig bleibt, oder lassen wir was sein? Das ist die Frage. Also momentan würde ich sagen, ich versuche es mal. Ich will mich aber nicht festlegen, ob ich es schaffe. Woher soll ich das auch wissen, ob ich es schaffe? Aber versuchen wäre auf jeden Fall keine schlechte Idee, würde ich behaupten. Also versuchen könnte man das Ganze ja mal. Egal, was dann letztendlich schließlich am Ende dabei herauskommt. So, und ihr auch hier. Yeah, paar Kuscheltiere wieder. Geil. Okay, so, dann lass mal hier in die Welt gehen. Da fehlen jetzt die letzten Sachen noch. Ne? Oder? Ja, da fehlt. Und das auch. Geil. Damit haben wir alles geunlockt, was wir geunlocken können hier. So, ein Schatztruhen-Level. Schatztruhen-Level und Boss. Der Boss war ekelhaft. Der Boss war so ein komischer Aal oder so. Da erinnere ich mich noch dran. Der war scheiße. Und das Level hier war auch scheiße. Für das Schatztruhen-Level habe ich ewig gebraucht. Ich hoffe, das ist einfacher. Ihr habt mir wahrscheinlich schon längst geschrieben, ob es einfacher ist. Und fragt euch immer, warum erzählt ihr da eigentlich immer einen? Er weiß es doch schon längst. Ich nehme ja total im Voraus auf, Leute. Also, ne? Wegen Uni und so. Und weil ich generell auch ein paar andere Sachen jetzt machen muss. Möchte. Muss nicht. Möchte.
Habe ich gedacht, nehme ich mal wieder auf. Zudem habe ich auch voll Bock gehabt, jetzt aufzunehmen. So. Oh, ich hoffe wirklich, es ist einfacher, ey. Irgendwie glaube ich nicht dran, aber... Irgendwie glaube ich nicht dran, aber irgendwie hoffe ich. Mein Gott, ey. Ja, genau. Genau. Ich krieg hier gar nichts mit. Das gibt's doch nicht, du Scheißarsch. Entschuldigung. Nee, es war so knapp, ey. Bah. Das gibt's doch nicht. Okay. Okay, Leute. Okay, okay. Ich merke schon, das war das Level, was mir Schwierigkeiten bereitet hat. Hinterher ging es nämlich noch an die Oberfläche und das konnte ich nie. Das hinterher an der Oberfläche, das konnte ich nie. Ich hoffe, das haben sie weggelassen. Ich hoffe, das haben sie weggelassen. Ich bete dafür, dass sie es weggelassen haben. Weil das war echt nicht schön. Ich habe gleich einen Krampf auch schon im Arm vom ganzen Drücken hier. Und hier drücke ich nämlich auch immer viel fester, als ich eigentlich muss. Weil ich immer der Meinung bin, je fester ich drücke, desto besser funktioniert es. So, jetzt gleich, da kommen wir. Du fucking Scheißqualle, Alter. Dein Fettgesicht sonstig in der Fette meines Fettes. So. Regt mich das auf. Okay, Leute, das könnte interessant werden. Das könnte vor allem wieder Jahre dauern, ey. Boah, nee. So ein scheiß Schatztruhen-Level jetzt, oder was, ey? Das gibt's doch nicht. Das finde ich nicht in Ordnung. Finde ich nicht in Ordnung. Okay, ich würde sagen, wir machen den Part wieder so lange, bis wir es geschafft haben. Würde ich sagen, ja. Weil das scheiß Schatztruhen-Level, das braucht ihr euch jetzt auch nicht zu lange geben, finde ich. Jetzt war ich so froh, dass ich den Affen da eben geschafft habe. Oh mein Gott. Das war's? Alles klar. Die haben das vereinfacht. Ich könnte drauf wetten. Ich meine, bei der originalen Schatztruhe, die haben das auch ein bisschen verändert, ne? Ja. Oh, ne, ich habe keine 100. Egal, interessiert mich nicht. Hauptsache, ich habe das Kleeblatt da, ey. Ja. Dann brauchen wir den Part ja gar nicht mal länger machen. Sondern er ist exakt so lang, wie er muss. Juhu! Yeah! Okay, dann würde ich sagen, 25 fehlen noch. Das ist wenig. Nur noch 25 fehlen. So, dann würde ich sagen, mach mal Folgendes in diesem Part jetzt noch. Wir gehen in... zur Hauptgalerie. Wir gehen mal kurz bei den Kuscheltieren vorbeischauen. Guck mal da, 5 Dinger fehlen noch. Ja, die holen wir auch noch alle in den Back to Origins auf jeden Fall. So! Hier haben wir die letzten. Alles voll. Juhu. Und hier haben wir auch alle. Geil. Alles voll. Und hier haben wir auch alle. Alles voll.
Und hier haben wir noch nicht alle. Da fehlt noch einer. Und hier haben wir auch noch nicht alle. Und hier haben wir auch noch nicht alle. Okay, drei Stück fehlen noch irgendwie. Wow, Alter. Ich nehme jetzt nur die oberen mit, weil das natürlich die dicken... Das sind die Big Points. Yeah. Das sind die Big Points. Yeah. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, würde ich sagen, Leute. Vielen Dank fürs Zuwatchen. Und dann machen wir im nächsten Part hier das mal fertig irgendwie. Bis zum nächsten Mal. Euer Table Tennis. Warte, ich gehe noch rein. Euer Table Tennis Gamer. Tschüss.